So, hallo, der Heimwerker wieder mal. Gleich zu Anfang, das ist irreführend, was der Hersteller da geschrieben hat. Hakenzieher. Das ist kein Hakenzieher, das ist ein Hakenlöser, mit dem ich den Fisch, den ich gefangen habe, wenn er jetzt den, beispielsweise wir sagen, als Angler sagen wir, der hat den Haken geschluckt, der hat den jetzt nicht im Außenbereich des Mauls, sondern hat ihn schon weiter hinten drinnen, dann hat er ihn schon was geschluckt und dazu hat man so eine Gerätschaft, das nennt man dann Hakenlöser bei uns in der Fachsprache. Und der ist insoweit ganz gut, wenn man das sieht, wie der schließt vorne, hat man die Möglichkeit, den dann so zu greifen, den Haken. Und den dann durch drehende Bewegung dann aus dem Fischmaul oder aus dem Fisch zu entfernen und den Fisch damit von einem Haken zu befreien. Ja, der hat, hier ist so eine Ringfeder drinne, sagt man da, in der man muss schon ein bisschen Kraft aufwenden, um den dann zu halten. Also ist es ganz gut, wenn die Feder hat ganz guten Gegendruck. Also das ist schon mal ordentlich. Ich hätte mir vielleicht eine Verriegelung hier noch gewünscht, dass wenn man jetzt den so zumacht, dass man mit dem Finger die Verriegelung beispielsweise aktiviert und dann kann man, wenn man das dann hat, kann man dann besser arbeiten damit. Wenn man den Fisch dann hat, kann man besser arbeiten und den dann zu entfernen, den Haken. Aber es geht auch so ganz gut damit. Ich werde das zu meinen Angelsachen mit dazu packen. Und dann werde ich das dann auch ausprobieren. Dort mache ich dann auch noch Bilder, wenn ich dann, wenn dann dieser Hakenlöser zum Einsatz kommt. Zum Zweiten, was dabei ist, sind solche, das nehme ich den mal beiseite, sind solche ähnlichen, sondern ähnlich wie man sagt, Reusen wären das für mich. Und da muss ich gleich von vornherein sagen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Bitte erkundigen seinem Verein, ob man die benutzen darf. Wenn man bei einer Kontrolle mit sowas erwischt wird und man hat und es ist nicht erlaubt, dann kann es schnell zur Fischwilderei kommen. Da weist der Hersteller nicht darauf hin, da weise ich aber darauf hin, dass es halt so sein kann. Bei uns im Land Brandenburg, kann ich ja sagen, ist beispielsweise das Senken, wer sich damit auskennt, erlaubt. In vielen anderen Bundesländern nicht mehr. So, wie sich das jetzt hier mit diesen Reusen verhält, muss ich mich selber auch nochmal erkundigen bei uns, ob das erlaubt ist oder nicht. Ich denke mal, es wird nicht erlaubt sein, da das schon mit Senken nichts mehr zu tun hat und man dafür eigentlich ja, da müsste man Fischer sein, um sowas benutzen zu dürfen, Berufsfischer. Die dürfen sowas benutzen. Der normale Angler, der hat dann nicht die Möglichkeit. Also ich werde mich da erstmal ganz genau erkundigen, ob ich die drei benutzen darf. Hier wäre dann jetzt hier oben ein Reißverschluss, der erste kleine Reißverschluss hier oben wäre dann die Öffnung. Da macht man, würde man aufmachen, würde man Köder hineinlegen, zuziehen und hier ist der große Reißverschluss. Da kann man dann die Fische entnehmen, die dort sich drinnen befinden. Es ist ein leichteres und für den Fisch einfacheres Fischen als mit der Rute. Man verletzt die Fische nicht und kann sie dann wieder aussetzen. Aber wie gesagt, es ist nicht gesagt, dass das dann benutzt werden darf in dem Bundesland, in dem man lebt und angelt. Ja, ansonsten lass mal die drei Reusen außen vor, weil das weiß ich nicht, ob ich die überhaupt benutzen darf. Wie gesagt, da mache ich mich noch schlau und lass die mal außen vor, die sind nicht verkehrt, die kommen so, kommen die an. Ist schon, ja, eine schöne Sache. Wenn man jetzt das Seil, die Strippe, die sich hier drum befindet, wenn man die löst, dann gehen die sozusagen automatisch auseinander, stellen sich auf, so wie der hier halt ist, so wie der sich hier darstellt.
Also ich lasse das mal raus, wenn ich, das ist wahrscheinlich nicht da vom Land Brandenburg, dann bin ich, dann kann ich die Dinger, ja, irgendwo in die Ecke packen und gut ist. Aber zumindest den darf ich benutzen, das weiß ich, den darf ich benutzen, wenn ich eine Kontrolle habe und die sehen sowas, dass ich das benutze, dann sagen die auch so, sagen sie sich auch, okay, das ist genau das richtige Werkzeug dafür, das machst du richtig. Jo, also, sag mal, ich gehe jetzt mal nur mal von dem aus, bei denen ziehe ich in meine Wertung, ziehe ich die noch mit ein. Für die vier Sachen, aber vorrangig ist jetzt der damit gemeint und für den würde ich dann auch wirklich 5 Sterne geben. Und dann auch einen Daumen hoch, wo ich noch sage, mal der Hersteller, mal bitte mal gucken, vielleicht eine Möglichkeit zur Verriegelung schaffen, dass man das verriegeln kann, dass das Maul zu bleibt und man mehr Kraft aufwenden kann. Aber ansonsten sage ich hierzu, das ist ein super, super Gerät. Da stimmen Preis-Leistung und dann gebe ich noch eine Kaufempfehlung mit oben drauf. Und dann wünsche ich allen, die gerne angeln, ein Petri Heil.